Herzlich willkommen. Wir sind wieder in der Kanalstraße. Sebastian Seibel an der Kamera und ich, und wir sind schon riesig gespannt. Wir sind heute auf Atelierbesuch bei Harald Kröner und freuen uns, dass wir kommen dürfen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Harald, also dein Oeuvre ist ja sehr vielschichtig. Ne? Es gibt neben Zeichnungen, Collagen, eben auch eine ganze Reihe von Objekten, Lichtinstallationen von dir. Und das spiegeln natürlich auch die Arbeiten, die in der städtischen Sammlung sind. Das sind ja auch ganz verschiedene Objekte. Aber du arbeitest auch als Ausstellungskurator und hattest zuletzt, ich glaube 2017, für die Pforzheim-Galerie die Ausstellung Weltoffen kuratiert. Das war eine größere Geschichte. Denke ich mir, mit ganz vielen Beteiligten. Ne? Ja, also wo wir versucht haben, Arbeiten von Künstlern zu bekommen, die normalerweise nie nach Pforzheim kämen. Also sehr große Namen auch dabei waren. Und, ich habe eigentlich versucht, mit meinem Netzwerk, mit Leuten, die ich kenne oder Leute, die Leute kennen, an Arbeiten zu kommen, die außergewöhnlich sind. Und das war ja auch ein außergewöhnliches Jahr. Und das war super aufwendig natürlich und hat aber total Spaß gemacht und war spannend. Also ich kam halt auch mit Leuten, mit Sammlern zusammen, mit denen normal auch nicht zusammenkommen. Toll, also das ist ja auch für einen Künstler unheimlich anregend, sich mit all den Sachen zu beschäftigen. Ja gut, so ein Michael Venezia mal in der Hand zu haben, ist ja auch schön. Okay. Oder ein Lawrence Wiener oder so, ja, ja. Klar, das war toll. Ja. Und dann war 2017 im Jubiläumsjahr, hattest du auch bespielt das Mobile Museum in der Innenstadt, ne? Den Container, ich glaube deine Ausstellung war die Eröffnungsausstellung damals. War das auch 17? Ja, das war auch im Jubiläumsjahr. 17 war ein vieles Jahr. Ja. Ja. Genau. Also, wo wir 30 Tage lang jeden Tag kommt ein Künstler. Ja. 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 Wo ich so ein Unterkuratorium gemacht habe und dann nochmal jemand. Die Maria Tackmann hat nochmal eine Gruppe mitgebracht und dann haben wir da einen schönen Monat gehabt. Ja. Und ich erinnere mich noch an 2013, also es liegt noch weiter zurück, an das gemischte Doppel in der Pforzheim-Galerie. Mhm. Das war auch ein Projekt, in dem ja auch ähnliche Arbeiten wie die zum Beispiel auch ausgestellt waren von den Schwarzen. Ne? Die Japanese war da, da ist auch eine der Sammlungen. Genau, die Japanese. Mhm. Ja. Wir haben gerade über 2017 gesprochen. Also schon eine ganze Weile auch wieder her. Mhm. Und ich nehme an, seitdem hat sich wahnsinnig viel bei dir getan und weiterentwickelt. Ja, also 2017 war ein sehr spezielles Jahr, weil eben da so viele Aktivitäten waren. Diese große Ausstellung, das Mobile Museum, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in dem Jahr war, aber dann war noch die. Die Geschichte mit Raphael Mürle, das Theaterstück, was wir zusammen gemacht haben. Also das Jahr war voll, voll, voll und ich war ganz viel draußen eigentlich. Also ich war nicht bei mir, ich war nicht im Atelier. Und 18 war ein tolles Jahr, weil ich 3 Kunst- und Bauprojekte hatte, aber auch da war ich nicht im Atelier. Okay. Also wenig, verhältnismäßig. Und ich brauche so ein bisschen Zeit am Stück. Und dann 19 war dann das Jahr, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt. Und dann ging nichts. Okay. Dann war irgendwie der Faden gerissen, ich kam überhaupt nicht dran, es war verheerend und ich musste durch so eine ziemlich bittere Phase durch, bis ich wieder Tritt gefasst hatte und hatte aber im Prinzip dann auch dieses Jahr Ruhe. Also ich hatte keine Künstlerbaugeschichten, ich hatte ganz wenige Ausstellungen und und dann habe ich im Prinzip das ganze Jahr sehr intensiv gearbeitet. Am Anfang bitter, irgendwann dann auch schöner. Und dann war die Japanreise in dem Jahr alter Traum von mir, wo ich ewig drauf gewartet habe. Wir waren mal in Japan und das ist auch so ein Background von mir, der eine große Rolle spielt. War eigentlich auch schön, dass es so spät jetzt passiert ist. Und im Prinzip ist jetzt in 19 und jetzt noch in 20 sind jetzt irgendwie 200 kleine Arbeiten entstanden, was für meine Verhältnisse sehr viel ist. Und also wo sich total intensiviert hat und ich im Prinzip jetzt mehrere Ausstellungen machen könnte. Und im Prinzip wären jetzt auch einige am Start gewesen. Und da müssen wir jetzt mal schauen, wann die jetzt kommen. Ja, du hast gerade gesagt, in den letzten Jahren ist viel passiert und du hattest so eine produktive Zeit. Hm. Und dann kam Corona. Hm. Und wie empfindest du die Zeit jetzt? Also produktiv, glaube ich auch, wenn ich mich hier so umschaue. Ja, das Interessante ist, dass
es war ja erstmal ein Ozean von Zeit da. Also alle Termine fallen weg. Du hast Zeit ohne Ende. Und das war irgendwie auch toll. Und dann war es aber irgendwie auch lähmend an manchen Tagen. Also ich konnte mich manchmal dann nicht von diesem Thema lösen. Und dann hat man halbe Tage rumtelefoniert mit irgendwelchen Leuten. Sei es, um zu gucken, wie es ihnen geht. Sei es, um sich darüber klar zu werden, was eigentlich gespielt wird oder was eigentlich los ist gerade. Und dann war aber schon auch, es war einfach viel Zeit und ich war viel im Atelier und im Prinzip würde ich jetzt nicht sagen, ich könnte jetzt im Moment schon, ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt darauf reagieren könnte oder so. Also jetzt Corona künstlerisch umsetzen oder okay. so. Aber also unter dem Eindruck von Corona und diesem täglichen sich aus der Lähmung rauskämpfen manchmal oder manchmal auch dann auch mal aufhören zu telefonieren und dann zu sagen, jetzt gehe ich aber ins Atelier, gab es eine Phase, wo ich ziemlich lange nachts hier war. Da ist zum Beispiel diese Serie entstanden, die hier an der Wand ist, die nenne ich so meine Corona-Serie. Weil die so, die ist für mich jetzt mit dieser Zeit und mit diesem Übergang in diesen Sonderstatus irgendwie ganz eng verbunden. Also die ist es für mich. Aber man sieht jetzt keine Viren. Nicht oder so. Okay. Aber es gibt eine schöne kleine Arbeit, die Schwarze da. Als ich die Einladung bekam, eine Litfaßsäule zu gestalten, dachte ich, die muss dahin. Und das war ganz schön, wie die entstanden ist, weil das ist eine Werbeanzeige von Raf Simons. Und ich habe irgendwie diesen schwarzen Kopf da gesehen und hatte so ein weißes Papierstück und habe da irgendwie so, ich fand die Form toll und fand die andere auch toll und habe da so ein bisschen rumgespielt und dann war da Schrift. Und dann habe ich das so da drüber geschoben und habe das so gemacht, dass die eigentlich fast verschwindet. Ja. Und dann drehe ich das Blatt irgendwann und dann steht da isolated. Das fand ich echt gespenstisch. Ach. Und dann dachte ich, okay. Und das war dann einfach die, wo ich dachte, ja super, die muss auf die Litfaßsäule irgendwie. Also verrückt, was manchmal passiert. Ne? Mhm. Aber das zeigt, glaube ich, auch mal ganz toll, wie du arbeitest. Ne? Also dieses ein Stück weit vielleicht auch intuitiv oder suchend. Intuitiv, prozessual. An vielem gleichzeitig, wie man sieht. Ja. Ne? Ja. Wo du so, manchmal ist es ein bisschen, finde ich, wie eine Versuchsanordnung, also was aufgebaut ist wie Stationen. Ja, und ich verdichte das dann immer mehr und es wandert dann so allmählich nach weiter hinten. Dann ist es vielleicht so fertig und ich gucke es nochmal an und dann ganz hinten ist dann irgendwann. Mache ich Gruppen und dann wird es auch mal fotografiert und kriegt einen Titel und so weiter, wird archiviert und muss dann auch mal weggepackt werden. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass viel entstanden ist, auch in den letzten Wochen und Monaten. Und genau, was ist das, woran du arbeitest? Was bereitest du vor? Gibt es Projekte, die in Planung sind für die Zeit hoffentlich dann der Öffnungen und Lockerungen? Also, laufend ist ja noch Kunstverein. Stimmt. Abgestürzt, eingefroren. Ja. Da kann man nicht hin. Geplant war Solothurn. Museum dort? Mit der Galerie in Christoph Abühl. Ah ja. Und im Prinzip Linda war ganz fest geplant eigentlich. Und ich habe mich auch total darauf gefreut. Ich habe jetzt anderthalb Jahre gearbeitet, wie verrückt. Und ich würde die Sachen jetzt gerne mal installieren. Und im Prinzip Frankfurt hat dann auch noch gesehen, was ich gerade mache. Und da waren wir auch im Gespräch, Bernhard Knaus, dass wir was machen. Und das war jetzt noch nicht, das war im Prinzip so ein bisschen eingepreist, aber noch nicht kein konkreter Termin. Das wäre vielleicht Spätjahr geworden. Und was mir sehr recht war, weil ich jetzt wirklich raus will mit den Sachen. Und jetzt verschiebt sich das alles. Keine Ahnung, wie das jetzt wird. Ich glaube, Linda schert jetzt ein bisschen mit den Hufen. Und Linda Treiber. Ich glaube, dass wir da starten. Und das andere ist ja irgendwie jetzt auch schwierig in der Zeit. Du willst Kunst verkaufen in einer beginnenden Rezession. Ja. Super toll. Ja. Also du bist dann vielleicht mit einer super Arbeit
am richtigen Ort, aber zur denkbar ungünstigsten Zeit. Das ist gerade ganz schwer einzuschätzen. Sind die Leute jetzt super neugierig und offen und kauflustig, was auch immer? Hungrig, ja. Oder fällst du in so ein Loch, wo alle noch so ein bisschen eher so gelähmt sind und nicht so wissen oder gar nicht kommen oder was? Also das ist gerade echt schwer. Also haben wir auch drüber gesprochen, was machen wir jetzt in Frankfurt? Der macht jetzt so eine kleine Gruppenausstellung als Interimsgeschichte, um mal zu gucken, wie ist denn die Stimmung gerade? Kommt hier jemand und da? Ganz schwer einzuschätzen gerade. Und also was ich mache, ich habe im Prinzip diese 200 oder so Zeichnungen angefangen. Es hat sich irgendwie rauskristallisiert, im Grunde gibt es in so einem zeitlichen Rahmen Sachen, die entstehen und eine Woche später sind die anders und die passen nicht mehr zusammen. Mhm. Und wenn man die gruppiert, dann gibt es immer mal noch Arbeiten, die ich dazu hole, die das interessant ergänzen. Aber im Grunde habe ich angefangen, wirklich solche Gruppen zu bilden und es hat total Spaß gemacht jetzt. Immer wieder so kleine, es sind eigentlich Familien, nicht Gruppen. Die so einen inneren Zusammenhang da. Die haben so einen inneren Zusammenhang, der ist hier vielleicht ein bisschen offensichtlicher, weil ich kann da so Ähnlichkeiten erkennen, da ist was gezeichnet, was da sogar mal als Collage, als Pflanzenelement da drin ist. Hier ist es eher mit einer Ziehfeder gemalt oder so. Es gibt so Sachen, die hin und her springen, die ich wiedererkenne und trotzdem ist es irgendwie, also die, wenn die jetzt nicht drin wäre, wäre es auch ein bisschen langweilig. Also immer so über mehrere Arbeiten weg, praktisch so eine Balance herzustellen, die spannend ist. Also auch eine Komposition wieder. Das ist eigentlich eine Komposition. In den großen Arbeiten ist es ja dann auch so. Und da mache ich das eigentlich mit den kleinen. Und das andere, was ich dringend wollte, in diesem anfangs bitteren Jahr 2019, war, ich wollte so die Missing Links zwischen den großen Arbeiten. Ich hatte so Ausstellungen gemacht mit den großen Arbeiten und es war so noch eine und noch eine und noch eine. Und das war irgendwie redundant, das war irgendwie nicht spannend. Und ich wollte irgendwas erfinden, was die verlinkt. Und das ist jetzt da. Ah, okay. Also ich kann jetzt mit so einer Gruppe neben einer großen Arbeit auf eine andere Arbeit überleiten und das kann eine weiße sein und eine schwarze. Und also da könnte man jetzt ja sagen, da gibt es so formale Ähnlichkeiten mit diesen Scheißformen. So, dann wäre hier eine Arbeit, die es auf eine Art macht, aber ganz anders. Und auch da bin ich noch in dem Thema. Und trotzdem ist es formal schon so, also geht schon so weit auseinander irgendwie. Und gleichzeitig ist es aber dann als Familie, auch als Klang. Also es gibt einen innerbildlichen Klang, aber es gibt auch nochmal so einen Klang, wenn ich jetzt so eine Arbeit hier daneben habe, dann passiert einfach was total Spannendes. Also lass sie weg. Mach die dazu. Ja. Das ist interessant, wie du denn so in Zusammenhängen auch denkst. Ja, ja. Toll. Und ja, die werden jetzt alle kriegen Namen und werden vermessen und werden fotografiert und werden gruppiert und dann bin ich eigentlich am Start. Dann hoffen wir, dass es losgeht. Ja, also wünschen wir natürlich, dass es wirklich für dich dann bald auch, dass die Arbeiten an die Öffentlichkeit dürfen und es toll läuft. Und auf ein hungriges Publikum trifft. Auf hungriges Publikum trifft, großes Interesse. Mhm. Und für jetzt ganz, ganz vielen Dank für einen tollen und, finde ich, wahnsinnig interessanten und tiefen Atelierbesuch. Danke für euren Besuch.